Wo ist denn jetzt dieser Geist? Der hat doch gesagt, ich soll hier längs. Irgendwo kann ich jemanden anquatschen. Ja genau, hier waren wir und hier war nämlich nichts. Tragischerweise. Ist nichts. Nischt. Können wir denn jetzt dann noch hin? War da sonst noch irgendwas? Ich meine, da weiter hinten, wo die Leute rumstehen, da darf ich nicht hin, weil die mich anmeckern. Aber vielleicht darf ich ja jetzt dahin. Wer weiß. Gucken wir mal. Ansonsten, was gibt's denn hier noch? Ich meine, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz, was mich dazu berechtigt hat, jetzt plötzlich da bei den Skeletten reinzulaufen, wo ich das vorher nicht konnte. Aber, naja, weiß ich nicht. Süden. Ich muss mir mal hier die Map angucken. Map. So, was haben wir denn? Genau, wir haben doch eigentlich nur diese beiden Sachen. Was haben wir hier noch? Das war dieses Ding. Dann ist das hier auf dem Hof. Dann haben wir hier alles. Ist das? Da! Ah! Ja, Mensch. In der Stadt. Ja, dann sag mir das doch. Ach so, apropos. Sehen wir denn da, wo Norden, Osten, Süden, Westen ist? Nee. Mhm. Süden. Woher soll ich denn dann bitte wissen, wo Süden ist? Also es ist einfach generell automatisch, hier ist Norden und da ist dann Osten und hier ist Süden. Na, wer weiß. Also Norden, Osten, Süden. Das heißt, die sind nach unten gelaufen. Wo auch immer dann nach unten ist. Ich meine, es kann ja viel unten sein. Ne? Also hier ist ja auch schon unten. Aber die meinen bestimmt irgendwo nach hier so oder so. Wer weiß. Wer weiß. Egal, wir gehen jetzt in die Gruft, wie versprochen. Das kann ja nicht sein. Das ist in der Stadt. Hat die das gesagt? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das gesagt hat. Sie hat nur gesagt, geh in die Gruft. Dass sie in der Kirche ist, hat sie nicht gesagt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oi, oi, oi. Ja. Also ich hoffe, dass du nicht unbedingt merkst, dass ich so brülle, damit meine Hintergrundnachbarschaft nicht allzu hörbar ist. Ich meine, weiß ich nicht, ist bestimmt nervig, aber vielleicht hörst du es ja auch gar nicht. Vielleicht bin ja nur ich es, die es hört, trotz Kopfhörern. Wer weiß. Wir versuchen es einfach. Ansonsten, ja, die nächsten Aufnahmen sind jetzt auch erstmal Müll, weil das ja alles so im halbfertigen Bereich läuft. Aber hey, warum auch nicht Trash, ne? Jo, für die sollte ich auch irgendwas machen. Ach, Gott. Ihr seid zurück? Kommt ihr mit der Erkundung des Turms voran? Nee, ich... Mögen euch stets die... Seid gegrüßt. Ihr bewacht die Kirche? Kann man so sagen, ja. Roman, der Priester, würde sagen, dass es der wichtigste Posten im ganzen Dorf ist. Ich würde ihn jedoch den nutzlosesten nennen. Im Trümmertal sieht man kaum Fremde und die wenigen, die es hierher verschlägt, verbringen die meiste Zeit im Schwarzen Eber. Ja, lebt wohl. Hm. Wahnsinn. Okay. Da waren wir wirklich noch nicht drin, ne? In Troibo ad altere deie, ad deum qui latifica juventuta miam, judicar me, deum... Ich mach's für einen guten Zweck. ...e causa miam de gente non sancta. Ich bin der die ganze Zeit am Süden ist. Und du? Iniquo et doloso erue me. Misaria totu e omnipotens Deus et dismissis facat est. Der Göttliche ist immer mit uns. Perducat ad vitam aeternam. Ich hoffe, wenn du das sagst. Indulgentiam. Stört mich nicht. Ich muss nachdenken. Ich will ein bisschen allein sein. Peccatorum nostrorum. Wenn du nachdenken willst, ist das wirklich der beste Ort dafür. Et misericors dominos.
memento etiam, Domine, famulorum, famulorum que tuarum, qui nos priseserunt cum signo fidei, et dormiunt in sormo pacis. Ipsis Domine, locum refugerae, lucis et pacis, ut indulgeos, was auf der Seite liegen? Auch noch ein paar Leute. Bitte stört mich nicht, Drachen. Meine Frau zwingt mich mitzuhören. Liebe Güte, ich verstehe nicht einmal, was er da redet. Okay, ich gehe da mal. Aber irgendwas mit Gott und so. Oh, warte mal, da konnte ich auf. Adveniat regnam tuum. Deko. Hallo. Lästiges. Automatisches Speichern. Und die drei bitte. Nom 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 nom. Okay. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Hallo! Oh, die sind stark, ne? Die können einen Schuss verstecken. Dann geht das zu mir. Naja, wird schon. Ich meine, wir könnten ja auch mal Tränke trinken oder rauchen. Aber es wäre irgendwie auch mal so anstrengend. Haben wir noch Punkte? Nee, wir haben Schuld. 30 Schuld. Oh man, dude. Wie lange brauchen wir noch bis zum... War das doch mal zu sehen? Wie viel man brauchte bis zum nächsten Aufstieg? Stand doch auch irgendwo. Irgendwo hier? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, na egal. Hier unten sehen wir es ja bei der Leiste. Ist schon mal halb orange. Okay. Okay, warte mal. Also ich sehe hier keine Gegner. Plündern wir erstmal alles. Ich denke mal, dass wir gegen den Geist kämpfen müssen. Ich denke mal nicht, dass es nur beim Reden bleibt. Also bewaffnen wir uns mal besser. Jesus, ich will aber weder einen Helm noch einen Zweihänder. Welchen Teil hast du davon nicht verstanden? Da müssen wir wahrscheinlich ran, ne? Mach mal kaputt, was ich jetzt. Da ist ein Schlüssel. Scheiße! Hört mich an, Drachentöter. Okay. Hier ruht der Geist eines Menschen, der auch einst ein Drachentöter war. Okay. Kämpft gegen mich und obsiegt. Nur dann erweist ihr euch meiner würdig. Der Geist von Arben denkt an seinen Schild. Er ging im Kampf mit Orobas verloren und muss immer noch in der Gruft sein, in die der Drache floh. Ja, das ist natürlich nicht allzu hilfreich für uns. Ich speichere mich. Und ich laufe und ich laufe und ich laufe. Und ich laufe. Oha! Der macht gleich hier einen richtig auf Action, ne? Oh, das ist ja heftig, ey. Das packen wir nicht. Ich bin schwer. Ja, du bist mehr als schwer verletzt.
Wie soll ich denn das anstellen? Oh mein Gott, wie soll ich denn das anstellen? Oha. Oha. Nee, warte mal, wir versuchen das mal anders. Und laufen einfach wie wild durch die Gegend. Und schießen auf alles, was wir können. Und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Und essen. Und schießen. Und laufen. Und so wird es dann eine ganze Weile gehen. Und schnell speichern. Oh, das machen wir dann so lange, wie ich es für richtig halte. Das Ritual der Erinnerungen hat euch nicht all eure alten Kräfte beraubt. Woher weißt ihr, dass wir eine Initiation hatten? Ich erkenne einen Neugeborenen, wenn ich ihn sehe. Ich selbst brachte viele von ihnen nach Leuchtenfeld. Warum sucht ihr hier Leute heim? Weil ich einen Eid geschworen habe. Ich bin der Geist von Lord Arben. Der geschworen hat, nicht eher zu ruhen, bis alle Drachenritter tot und aus dieser Welt verschwunden sind. Der letzte Drachenritter ist nicht weit. Die Blasphemie namens Talana ist es, die ihr jagen werdet. Vergeltung ist nah, mein Kind. Und damit auch das Schicksal der Drachentöter. Hier, ich vertraue euch mein Schwert an. Möge seine eisige Klinge mit Talanas warmem Blut benetzt werden. Okay. Ist der jetzt gestorben wegen dem Drachen? Nein, es war das hohe Alter, das meine Zeit als Drachentöter beendete. Aber davor hatte ich großen Anteil an den Raubzügen gegen die Verräter. Mhm. Altersschwäche. Ich machte mir während der ersten Jahre der Drachenjagd einen Namen. Mit dem Schwert, das ich euch gegeben habe, wurde das Schicksal vieler Gegner besiegelt. Sekunde mal. Da klopft jemand an meine Scheibe. Oder ich hab Hallos. Oder beides. Okay, fuck. Ich hasse es, irgendwie im Erdgeschoss zu wohnen. Ich war vorher in einem Turm. Alter, ist ja nicht so, dass ich Angst habe oder so, ne? Aber, okay. Ich sehe es noch deutlich vor mir, wie die Klinge im Licht der Sonne glänzt, bevor sie sich in die Brust des Feindes bohrt und anschließend in tiefem Rot als Zeichen des Sieges emporgestreckt wird. Da hat jemand einen Fetisch. Okay, was macht er jetzt? Sobald ihr mit den anderen Drachentötern Talana vernichtet habt, werde ich in der Halle der Seelen meine letzte Ruhe finden. Mhm. Ruhe in Stille und Vergessenheit. Okay, whatever. Gehabt euch wohl, Drachentöter. Gedenkt meiner und meines Erbes, bis wir uns vielleicht eines Tages wiedersehen. Okay, das war ja immerhin, also, wir haben es geschafft. Das da hätte ich gerne. Kling. Das da hätte ich auch gerne. Und
Weg da. Ich häng fest in Kerzen. Okay, da ist noch eine Truhe. Oh, Rüstung. Rüstung ist schon mal schön. Boah, mal was nicht total nützlich. Also wir rüsten uns gleich. Hübsch. Guck mal, der hat doch ein Schild dabei, ja? Warum kann ich das nicht nehmen? Nur weil der zur Einrichtung gehört, ja? Das ist nicht nett. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Der sich selbst gemeuchelt? Wer weiß. Wow. Das war's schon. Mehr gibt's hier nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir rausgehen, dass wir nämlich dann gleich wieder vollgequatscht werden. Weil jetzt haben wir ganz schön viel. Warte mal. Ich muss nur mein Headset kurz richten. Schmerz. Braucht noch 3462 Erfahrungspunkte. Weiß ich auch nicht so genau, wie wir die hier haben sollen. Oder überhaupt und so. Aber wir haben immerhin das. Und das können wir schon mal anziehen. Und die ist bestimmt besser, als was wir jetzt haben. Ja. Ausrüsten. Ein bisschen. Immerhin ein bisschen schnittiger. Das gerade bei Essen? Das essen wir natürlich sofort. Ja. Und hier haben wir noch einen Schlüssel. Können wir auch essen. Ich verdiene ernsthaft. Naja, wir stehen vor uns da, wenn wir Rümpel rumliegt. Und wir haben noch 5 Goblinherzen. Bauer Karls Tagebuch. Das ist ein altes, staubiges Tagebuch. Karl Jakobsen steht auf dem Einband. Das Büchlein ist voll mit langweiligen Informationen über Getreideanbau und Viehhaltung. Von den schlimmen Schreibfehlern ganz zu schweigen. Plötzlich fällt euer Blick auf einen Abschnitt über einen Mann namens Berold, der offensichtlich Karls Frau den Hof gemacht hat. Karl hat Berold ermordet. Obwohl er scheinbar Schuldgefühle hat, ist er sicher froh, dass er nie erwischt wurde. Wer ist Karl? Kriegen wir noch raus. Also, ich lasse mich da ja auch gerne schmieren. Das sind beides Zweihänder. Mann! Nee, ich bleib dabei. Ich mach das nicht. So, und... einen einzigen Punkt. Okay, in welchem Bereich hatten wir denn jetzt? Ist aber gerade so schön. Wir sind... Das brauchen wir alles nicht, ne? Das erhöht sich von selbst. Das ist total nutzlos. Das sind wirklich nur die beiden. Na gut, weil ich die 11 mag. Also, gut. Wie heißt der noch? Ich hab vergessen, wie der heißt. Fuck. Es ist weg! Es ist nicht. Es ist hier. Karl. Wir suchen einen Karl. Wir suchen so viele Leute. Ist das richtig? Okay. So. Tut der Rücken weh vom Kistenschlappen. Da seid ihr ja. Marius hat berichtet, dass er den Drachenritter gesehen hat. Schön für Marius. Warum ist der Drachenritter noch im Leben, wenn er ihn gesehen hat? Sagt mir, konntet ihr den Geist in der Gruft besiegen? Also er hat doch jetzt eigentlich der Lord Arben, der hat doch weder die Dorfbewohner erschreckt, noch herrscht da Ruhe und Frieden, weil der hängt doch da immer noch rum. Das ist beides Bullshit. Aber sagen wir mal, der jagt den Dorfbewohnern keine Angst mehr ein. Sagtet ihr Arben? Ihr habt den Geist von Lord Arben gesehen? Hä, darum ging's doch. Ja, er war ein legendärer Drachentöter und führte den Angriff gegen die Festung von Orobas an, einem der mächtigsten Drachenritter seiner Zeit. Im Alter zog er sich zurück und die Welt verlor ihn aus den Augen. Wer hätte gedacht, dass er in diesem kleinen Dorf starb? Hä? Und ihr habt sein Schwert. Ich erkenne es sofort.
Hölle? Da, sie hat doch gesagt, wir sollen... Aber sie wusste nicht, welcher Geist es ist. Hauptsache, da ist ein Geist. Aber sie wusste nicht mal, ob da wirklich ein Geist ist. Naja, wer weiß. Gut, er hofft, dass das Schwert zu Talanas Vernichtung beiträgt, ja. Wird es, aber nicht durch eure Hand. What? Ihr habt euch bereits eines Drachentöters würdig erwiesen. Und daher dürft ihr uns nicht begleiten. Hä? Was ist das? Was stimmt mit dieser Frau nicht? Auf euch warten noch große Aufgaben. Es wäre tragisch, wenn sie wegen überstürzten Heldentaten unerfüllt blieben. Die Erinnerungen der Drachen in euch sind noch zu frisch. Talanas Gedankenkraft könnte euch ein jähes Ende bereiten. Oh. Sie ist doch sowieso die Letzte, oder was? Dann ist es doch völlig schwachsinnig, wenn wir sie nicht töten. Wo ist der Sinn? Unser Orden wird dennoch gebraucht, solange Rivellon nicht alle Feinde besiegt hat. Und ihr wisst nur zu gut, dass es bei weitem zu viele sind. Also, gebt mir das Schwert, damit Lord Abends Wunsch in Erfüllung geht. Das wollte ich verkaufen. Seid nicht betrübt ob der heutigen Ereignisse. Ihr werdet euch noch als Held verdient machen. Alter, das ist nicht ungemein. Nee, hübsch. Wir können zwei Sachen nehmen. Wir können zwei, dann nehmen wir auch beides. Wobei eigentlich das hübscher aussieht, oder? Also ich meine, wir haben beides. Ist exakt das gleiche. Dann, 350 Gold ist jetzt irgendwie auch nicht. Dann nehmen wir das und spielen Püppchen. Ja, hau rein.